So, ihr Lieben, wir starten unser Drei-Gänge-Menü mit einem wirklich leckeren Salat, der ultraschnell fertig gemacht ist. Dazu braucht ihr einfach nur eine abgetropfte Dose Kichererbsen. Ich habe die Menge mal abgewogen, ich habe die nämlich mal selber gekocht. Ansonsten noch Petersilie, 3 Esslöffel Tomatenmark, 1 Esslöffel Currypulver, eine klein geschnittene Zwiebel und ein bisschen Wasser. Los geht's! Zuallererst habe ich etwas Öl in meiner kleinen Pfanne heiß gemacht und gebe jetzt die Zwiebel dazu. Und das Currypulver wird auch gleich mit angeröstet. Das duftet. Als nächstes nehme ich meine 3 Esslöffel Tomatenmark und röste sie auch noch mit an. Ungefähr eine halbe Minute, bevor ich 70 ml Wasser raufgieße. Den Herd kann ich schon ausstellen, denn mein Dressing ist fertig. Ich schmecke das jetzt nur noch mit Salz und Pfeffer ab und gebe es dann über meine Kichererbsen. Im letzten Schritt gebe ich noch ungefähr ein halbes Pfund Petersilie dazu. Ja, und fertig ist euer Salat. Ihr könnt ihn jetzt, wie er ist, lauwarm genießen. Oder einfach kalt stellen und dann essen, wenn ihr ihn braucht. Ist übrigens auch ein super Meal-Prep-Gericht, turboschnell, könnt ihr super mit ins Büro nehmen. Bei unserem indischen Hauptgericht wird heute ein kleiner Blumenkohl der Star. Und zwar werde ich ihn mir einmal durchschneiden. Aus der einen Hälfte mache ich eine Einlage fürs Curry, aus der anderen mache ich mir Blumenkohlreis, und zwar indisch gewürzt. Dann habe ich noch einen Brokkoli. Wundert euch nicht, der ist ein wenig gelb geworden. Aber ja, ich weiß auch nicht, gestern ausgepackt und schon ist er irgendwie gelb geworden. Und dann noch 3 Zwiebeln und dann zeige ich euch jetzt, wie wir das Curry zubereiten. Für den Blumenkohlreis gebe ich den Blumenkohl in meinen kleinen Foodprozessor. Das war jetzt der halbe Blumenkohl und gebe ihn anschließend in eine Pfanne ohne Öl. Und dann habt ihr eine ähnliche Konsistenz wie Reis. Ihr könntet das natürlich jetzt auch mit einem Messer ganz, ganz klein schneiden. Da der Blumenkohlreis nicht lange braucht, mache ich ihn erst heiß, wenn mein Curry kocht. Ihr braucht für den Blumenkohlreis nur noch etwas Pfeffer, einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen, und einen halben Teelöffel Currypulver. Das gebe ich jetzt alles erstmal hier rüber. Und brate das, wie gesagt, später an. Und das Curry geht super einfach. Ihr nehmt einfach 250 ml Gemüsebrühe. Dann eine halbe Dose Kokosmilch, das sind 200 ml. Ein Teelöffel Currypaste. Die, die ihr am liebsten mögt. Ihr könnt gelbe nehmen, rote nehmen, grüne nehmen, worauf ihr Bock habt. Und dann einfach nur noch das Gemüse, das ich vorhin klein geschnitten habe, ein paar Blumenkohl, Brokkoli-Röschen und ihr seht hier noch ein paar Zwiebelstücken. Das Ganze dünstet ihr jetzt ungefähr 8, 9, 10 Minuten und dann ist euer Curry auch schon fertig. Ja, in ungefähr 3-4 Minuten werde ich die Pfanne anschmeißen und den Blumenkohl braten. Ihr könnt es bestimmt im Hintergrund hören, mein Curry hat angefangen zu kochen. Das ist der richtige Moment, um den Bratreis anzuschmeißen. So, ich habe jetzt die Pfanne schon nach 3 Minuten wieder ausgestellt, denn ich möchte ja Blumenkohlreis und keine Blumenkohlmatsche haben. Von daher, schmecken tut das schon wunderbar. Ich habe ihn super abgeschmeckt. Nehmt ihn also ruhig nach 3 bis 5 Minuten wieder vom Herd. Yummy! Und fertig ist unser leichtes, schnelles Hauptgericht. Wirklich köstlich. Die Currysoße ist wirklich gut geworden und der Reis ist sehr, sehr aromatisch. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und jetzt kommt der Nachgang oder Nachspeise, Dessert. Ihr wisst, was ich meine. So, der Nachtisch, ha, tada, schon fertig. Also gut, geben wir es zu, der ist so einfach, dass es sich nicht lohnt, die Zubereitung zu zeigen.
Ihr besorgt euch einfach ein paar leckere Datteln und füllt die, worauf ihr Bock habt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Walnüsse genommen. Probiert doch auch gerne mal Erdnussmus bzw. Erdnussbutter und in Kombination mit so einer veganen Schokocreme auch mal reingeschmiert. Schmeckt das Zeug wie Snickers, wirklich super einfach, super lecker und in der Form auch noch irre gesund und macht wirklich satt und stillt euren Süßhunger. Jo, das war's auch schon. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, ciao.